hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal wieder zu einer Runde Tech Talk. Und zwar geht es heute um meine Kapitalanlage von Seeburg Acoustic Line. Warum, wieso und weshalb ich diese Anlage beschafft habe, Licht und Schatten zu dieser Anlage, alles das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Also bleibt dran, es wird garantiert nicht langweilig. Endlich habe ich mal die Zeit gefunden, ein Video zum Thema Seeburg Acoustic Line bzw. meine neue PA von Seeburg Acoustic Line zu drehen. Ja, hinter mir sieht man sie schon und naja, wer jetzt allerdings erwartet, dass ich hier ein Tutorial mache mit diesen ganzen genauen Angaben oder so, der sollte lieber mal auf YouTube gucken, da gibt es andere, die da in diese Richtung Fakten und Daten herausgehauen haben. Mir geht es eigentlich mehr darum, wie kam ich zu dieser Anlage, was waren die Beweggründe, so viel Geld in die Hand zu nehmen und was kann die Anlage tatsächlich und was kann sie vielleicht auch nicht, also Licht und Schatten zu dem ganzen System mal aufzutun. Ja, und genau damit fange ich an. Wer mich kennt, weiß, dass ich immer sehr, sehr ehrlich bin mit dem, was ich da mache. Ich auch nichts beschönige, wo es nichts zu beschönigen gibt. Andererseits aber auch Fakten nenne, wenn Fakten vorhanden sind. Und genau da fange ich jetzt mal an. Ja. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass ich euch die einzelnen Komponenten vorstelle. Hier stehe ich jetzt vor einem der beiden Top-Teile. In dem Falle ist es die A3 aus der Atelier-Serie. Bestückt ist sie oben und unten mit einem 8-Zöller, also ein Doppel-8-Zoll-System und in der Mitte ein einzelliges Horn. Das Ganze ist angeschrägt und das hat den Effekt, dass das System ziemlich geradlinig nach vorne schießt und auch vor allen Dingen sehr weit kommt. Ich würde ohne weiteres sagen, also 15 bis 20 Meter laut und verständlich sind überhaupt gar kein Problem bei diesem System mit einem vernünftigen Antrieb. Ja, von hinten gibt es ganz normal, das muss ich mal ein bisschen nach unten drehen, so, ja, irgendwie. Seht ihr es, hat man ganz normal In-Out, das ist parallel geschaltet entsprechend. Spikon-Anschlüsse, natürlich Original-Spikon-Anschlüsse in dem Moment. Und ja, das ganze System verträgt ordentlich Dampf, 800 Watt, macht über 130 dB letzten Endes. Ja, sind das Werte, wie ich schon gesagt, die man an anderer Stelle besser findet. Oben der Griff zum Tragen, ansonsten ein sehr robustes Finish mit Kunststoffüberzug. Dann hat man hier noch die Flugpunkte entsprechend, beziehungsweise hier kann man auch einen Rahmen dran bauen für Stative, um das System dann schräg zu stellen. Ich persönlich verwende ja die König und Meyer Schrägstelle, das muss jeder für sich entscheiden. Ja, so viel zu dem System selber. Gleich mal ein bisschen Kritik. Also hier befindet sich kein König und Meyer Flansch drin, sondern irgendein Eigenprodukt. Und das System ist nicht super maßhaltig. Das muss ich gleich dazu sagen. Die Anschlüsse, das vergessen kurioserweise viele, sind nicht angeschrägt. Das heißt also, das Kabel knickt definitiv ab. Wenn ich das Kabel jetzt hier oben mal reinstecken würde, ja, so, dann sieht man jetzt schon, dass das abknickt in dem Moment. Und wenn ich die Box schräg stelle, knickt es ja logischerweise noch mehr ab. Ja, da muss ich ganz klar sagen, bei einem Lautsprecher von knapp 1000 Euro hätte ich schon ein bisschen Mitdenken erwartet in der Art. Jetzt kann man natürlich sagen, warum hast du sie trotzdem gekauft? Dazu komme ich natürlich nachher auch später noch. So, und wo ein Top-Teil ist, ist bei mir natürlich auch ein Subwoofer und dazu komme ich jetzt. Ja, hier sieht man den Subwoofer. Genau genommen ist es der G-Sub 1501, in dem Falle passiv. Hier unten haben wir den G-Sub 1501 DP++. Ich weiß, ein sehr langes Wort.
Das DP++ steht eigentlich für Digitally Powered +++, heißt also, der hat noch zwei Endstufensysteme drinne für die Top-Teile, um die mitzubefeuern. Wir haben hier viele 1000 Watt drin, damit will ich es auch belassen in dem Moment. Und verschiedene Presets, die man anwenden kann für die verschiedenen Top-Teile. So ist auch eins für die A3 Top-Teile da drinne. Schlussendlich ist es so, dass die Systemelektronik, ähnlich wie bei HK Lucas, komplett hier unten drinne verbaut ist und man sowohl den passiven Sub damit steuern kann und mit der Vieradrigkeit von Spiegel und Kabeln kann man dann dementsprechend auch weiter durchschleifen zu den Top-Teilen und so sind die Top-Teile auf 1 plus 1 minus geschaltet und die passiven Subwoofer auf 2 plus 2 minus geschaltet, so wie man es eigentlich von allen namhaften Herstellern kennt. Will ich mal gucken, dass ich euch vielleicht noch die Rückseite präsentieren kann. Da gibt es leider oder eigentlich oder überhaupt nicht viel zu sehen, aber trotzdem schauen wir mal. Ja, das ist jetzt die Rückseite von den Subwoofern. Wir haben hier bei den passiven eine Möglichkeit auf Bi-Amp zu schalten, womit ich dann entsprechend die vier Signale bzw. die zwei Signale an vier Adern durchschleifen kann, entsprechend für den Sub und für das Top-Teil. Oder aber ich kann es einfach nur auf In-Out schalten, dass das, was reingeht, an der Seite wieder rausgeht, wenn man jetzt noch weitere passive Subwoofer durchschleifen möchte. Ja, hier unten haben wir das ganze aktive Modul. Wärmeableitung erfolgt über die Aluminiumplatte. Dazu komme ich gleich auch nochmal. Hier hat man im Grunde genommen die Einstellmöglichkeiten. Wie gesagt, es gibt da nicht viel einzustellen. Es gibt ein paar Presets für die verschiedenen Top-Teile entsprechend. Die Top-Teile werden immer auf 100% angesteuert, während der Bass entsprechend bei bis minus 12 dB bzw. plus 6 dB angehoben werden kann. Es gibt hier auch kein In-Out, entsprechend nur Powercon In und Spielkorn Out, die halt wie vorhin schon beschrieben belegt sind. Ja, auch hier gibt es ein paar Kleinigkeiten, die ich zu bemängeln habe. Erstmal da oben drinne sitzt kein König und Meyer Flansch. Das ist auch wieder so eine Eigenkonstruktion von Seebug, die die irgendwo herstellen lassen. Okay, das Ding ist funktional, aber trotzdem erwarte ich bei einem Hersteller dieser Güte und bei solchen Preisen eigentlich schon König und Meyer. Aber sei es drum. Ja, die Wärmeableitung erfolgt nur über dieses Aluminiumstück, also über die Aluminiumplatte hinten. Das hat den Vorteil, hier können keine großen Flüssigkeiten reinkommen in der Art, aber das Ding wird verdammt heiß. Also irgendwer glaubte oder erzählte, das wäre nur handwarm in dem Moment. Ich habe das irgendwo gehört oder bei irgendeinem Video gesehen. Die Dinger werden teilweise bis zu 60, 70 Grad warm, je nachdem, was dieses Amping leisten muss. Die Stecker, die Inputs, die sind hier äußerst eng. Also jetzt mal eben noch umstecken für ein Spielkorn. Während die Line-Eingänge drin sind, das geht alles irgendwie nicht. Das ist viel zu eng und zu unüberlegt. Ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich mir auch anders gewünscht. Ja, und ein ganz großes Problem, was ich bei den Dingern hier sehe, das wusste ich vorher auch nicht. Die Subwoofer wiegen ja passiv 26 Kilo, 28, 29 Kilo. Der aktive, der ist gar nicht so viel schwerer. Aber es ist ein Langhuber mit 4 Zoll Magnet, der macht ordentlichen Pfund. So, wenn man den so auf glatte Böden stellt, dann ist es das Prinzip der dynamischen Fortbewegung. Mit jedem Bassschlag bewegt sich das Teil einen halben Zentimeter nach vorne gefühlt. Und das heißt also, man muss entweder eine separate Gummimatte drunter legen oder man muss zwei übereinander stellen. Ist also auch nicht sehr günstig gelöst. Also ich weiß es jetzt von meinen RCF-Geräten, der Evox J8, da sind Gummis drunter auf glatten oder weniger glatten Boden. Da rutscht überhaupt nichts und die Dinger wiegen auch nicht so viel. Also da hätte ich auch was anderes gewünscht. Aber gut, habe mich dafür entschieden und das warum und wieso, das sage ich euch jetzt. Also habe ich euch die Anlage so kurz und knapp mal ein bisschen erklärt. Ja, und ich habe auch ein bisschen gemeckert und jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, okay, warum hast du das Ding denn überhaupt gekauft? Ja, gut, ein paar Sachen wusste ich vorher nicht. Zum Beispiel das Thema mit den rutschigen Subwoofern wusste ich vorher in keiner Weise. Und ja, das mit den Flanschen, okay, das ist verzeihlich. Bisschen Spiel ist halt eben so. Problem bei den Top-Teilen ist, entsprechend würde man sie auf dem Subwoofer verwenden. Kann es durchaus sein, dass sie mal verdrehen. Da gibt es dann wieder Schlaumeier, die sagen, ja, noch ein Spreizdorn, ja gut, aber wenn ich jetzt hier eine Box für 1000 Euro habe, ein Subwoofer, was weiß ich, auch für 2.000, 2.500 Euro,
dann erwarte ich nicht noch, dass ich dafür 50 Euro einen Spreizturm drunter setze. Kann man natürlich sagen, ja, wer so viel Geld ausgibt, da sollte es an diesem Ding nicht scheitern. Ja gut, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, aber es ist trotzdem Jammern auf hohem Niveau. Komme ich mal eigentlich zu dem Grund, warum und wieso ich mich für so eine Anlage entschieden habe. Ja, komme ich jetzt mal zu dem Thema, warum ich überhaupt zu dieser Anlage gekommen bin. Ja, wird der eine oder andere sagen, wenn du da so viel dran zu meckern hast, warum hast du denn dieses sauteure System überhaupt gekauft? Ich sage ja immer noch Kapitalanlage. Ich mache kein Geheimnis daraus, dass dieses System in dieser Ausbaustufe nach UVP im Moment so um die 6,5 kosten wird. Also 6 bis 6,5. Ich will da jetzt nicht auf den letzten Cent drauf kommen. Und naja, wie gesagt, ganz einfach. Ein paar Sachen wusste ich vorher nicht. Also, dass der Bast sich dynamisch durch Baschlag bewegt, das wusste ich nicht. Und dass die Maßhaltigkeit der Flansche hier so, ein bisschen großzügig bemessen wurde, habe ich auch nicht gewusst. Aber nichts, weshalb ich da jetzt groß Trübsal blasen würde. Es sind alles so kleine Verbesserungen in der Art. Ist halt noch ein bisschen oldschool bei Seeburg Akustiklein. Trotzdem habe ich mich dafür entschieden. Ich habe seinerzeit im Gespräch mit meiner Frau übers Alter gesprochen und da kam dann halt einfach bei raus, was will ich, wo will ich hin, wie lange will ich das denn wo noch machen? Ja, und gemessen an meinem Alter habe ich zwar vor, das noch weiterzumachen, vielleicht nur noch einmal im Monat, zweimal im Monat, maximal, man weiß es nicht, aber ich wollte auf jeden Fall ein System haben, was für mich noch handelbar ist, was ich auch in einem normalen Hochdachkombi, Schrägstrich, Caddy, Kango oder so mitbekommen kann. So, und da habe ich dann ein paar Parameter gesteckt. Der Sub durfte nicht schwerer sein als 30 Kilo, das Topteil um die 15 Kilo und das Ganze sollte auch noch ruhig handelbar sein. Also jetzt keine riesigen Kästen oder irgendwie sowas. Ja, und dann trennte sich die Spreu vom Weizen relativ schnell. Und da ich auch noch druckvoll 150 Leute beschallen oder bespaßen wollte, habe ich so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau gesucht und die findet man leider nicht im Konsumerbereich, im Laupreisbereich. Das muss man deutlich sagen. So ein bisschen spielt da auch die Lieferbarkeit eine Rolle. Und wenn man mal ganz genau guckt und ehrlich ist, dann kommt man in die nächstgrößere Liga. Da ist man dann unter Umständen bei Voice Akustik oder Seeburg Akustiklein entsprechend in diese Richtung geht das Ganze dann. Gut, auf jeden Fall habe ich dann gesucht und ich denke auch gefunden. Ich bin ein Freund der 2.1-Systeme, das habe ich immer schon gesagt. Damals die alten Lukas-Systeme waren Gold wert. Leider kann ich das von den neuen Systemen nicht mehr behaupten. Und ja, die Dave von LD ist meiner Meinung nach in vielen Punkten besser, weil leistungsfähiger. Wenn auch vielleicht am Quäntchen des Klangs noch geschraubt werden müsste, aber da wiegt so ein Sub mal eben 40 Kilo, da sind wir dann auch wieder raus. Und ja, so bin ich dann über Umwege zu dieser Seeburg-Anlage gekommen. Nicht zuletzt natürlich, weil mein Sohn noch in einem Unternehmen in Ebenbüren arbeitet, die das auch noch vertreiben. Dort habe ich es mir angehört, für gut befunden. Meine Frau war dabei, hat das auch für gut befunden. Und so nahm das Ganze seinen Lauf. Ja, ich habe die Anlage dann zusammengekauft. Also ist nicht alles von einem Händler, weil nicht überall lieferbar. Die Top-Teile kommen von einem anderen Händler. Den Sub habe ich aus Ebenbüren und den passiven Sub. Also den aktiven Sub habe ich aus Ebenbüren, den passiven Sub habe ich wieder woanders her. Dann habe ich das Ganze noch ein bisschen konfiguriert mit 2,5 Quadratkabeln, Lautsprecherkabeln, die sind unabdingbar in diesem System. Genauso wie man sich so ein bisschen über den Stromanschluss Gedanken machen muss. Das System ist zwar alles digitally powered, ja, aber bei großem Strombedarf sollte auch eine ausreichende Leistung an der Steckdose vorhanden sein. Ja. So kam es dann bei mir aus einem Gedanken des Altwerdens, wie ich das weitermachen will, dass ich zu dieser Anlage gekommen bin. Tatsächlich habe ich das System jetzt ein paar Mal im Einsatz gehabt. Zuerst in der 2.1-Kombination mit dem aktiven Sub und den beiden A3-Top-Teilen. Das war schon nicht verkehrt. Dabei habe ich dann allerdings das erste Mal feststellen müssen, dass der Bass durch die Gegend tanzt, durch die dynamische Fortbewegung der Bewegung in dem Basschassis. Das ist dann eben beim Langhuber besonders extrem. Aber gut, das, wie gesagt, wusste ich vorher nicht. Das war schon nicht verkehrt. Und trotzdem bin ich vielleicht ein kleiner Bassfetischist. Ich weiß es nicht, ein bisschen Bass muss sein. Und so habe ich mir dann irgendwann noch den zweiten passiven Sub dazu geholt. Und ja, da hörte man dann die Sonne aufgehen, ganz deutlich und ehrlich gesagt. Allerdings muss man dazu sagen, die Anlage ist so gut, die verzeiht keine schlechten MP3-Files.
Die ist eigentlich in einem Punkt sehr für Live-Musik gemacht. Das klingt richtig geil. Da sitzt jedes Instrument, wo es hingehört, in der Tiefe und so. Man hört es förmlich und das ist richtig, richtig geil. Dann haben wir mal ein Summer Jam gemacht mit High-Playback. Richtig geil produzierte Playbacks sind da rausgekommen mit einem ordentlichen Pfund Volumen drin. Auch da war der Sound richtig im Raum verteilt. Und tatsächlich habe ich dann vor gar nicht allzu langer Zeit im Nachbarort ein Kirmes-Opening damit gemacht an einem Freitagabend. Habe damit eine 30 Quadratmeter Bühne ausgestattet. Entsprechend groß war der Platz vor der Bühne. Mein Sohnemann hat dann Licht gemacht. In dem Bereich hat die Bühne dann mit Dackel und was weiß ich nicht, Wackeleimern ausgestattet. Ja, da hatte ich dann effektiv nur diese beiden Top-Teile. Wir hatten uns zwei Subkombination, eine zweite Subkombination im gleichen dazugeliehen. Tatsächlich haben wir aber in erster Linie mit dem Produkt von mir gearbeitet, heißt mit dem aktiven Sub und einem passiven Sub, genau genommen also Doppel 15, wenn man so will. Und es war ein grandioses Volumen auf dem Platz und das Open Air. Mit nochmal so viel Power im Bassbereich geht richtig was. Da hörst du das nicht nur und spürst es ein bisschen, sondern spürst es richtig. Also dann ist dieses System richtig, richtig, richtig groß. Und das alles, obwohl es so kompakt aussieht, die Leute kamen, die Leute sahen, die sagten nur, wie das kommt da raus, ja. Ich hatte weit gegenüber sehen, ich sagte ja, so 20, 25 Meter weiter hatte ich so einen Imbisswagen und selbst der konnte laut und deutlich verstehen, was gesagt wurde bei einer Verlosung, einer Tombola-Verlosung oder wenn ich irgendwas gegeben habe oder was anmoderiert habe, konnte er das genau verstehen. Und ich habe von sämtlichen Schaustellern, die vielleicht an irgendeiner Weise nur Uhlenbrock-Anlagen gewohnt sind, nur Lob dafür bekommen, wie transparent und druckvoll das ganze System ist. Aber es ist nicht dieser matschige Bass, dieses Mampf-Bum-Bum oder sowas, sondern es ist ein ganz klar differenzierter Sound. Ja, das muss man wissen. Wer es mag, der sollte sich weiter mit diesem System beschäftigen. Wer mehr so auf diese RCF-Bums-Kisten steht, der sollte sich da was holen. Entsprechend die Top-Teile aus der ART-Serie, diese kleinen Brüllwürfel. Bitte nicht falsch verstehen, das klingt ein bisschen kontrovers, was ich gerade sage, weil ich zum anderen ja auch RCF habe. Aber ich wollte damit einfach nur deutlich machen, wo dieser Klang hingeht. Das hier ist eine Konzertanlage. Und diese anderen Systeme sind so eine Disco-Anlage. Wieso würde ich es mal ausdrücken? Die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Und ja, Made in Germany, Edelschmiede, Seeburg Akustiklein. Daher der Preis. Ob der so gerechtfertigt ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber ob das jetzt bei Voice Akustik auch immer so der Fall ist, lasse ich auch dahingestellt. Wie gesagt, so viel schon mal zu den Gründen, warum und wieso, weshalb. Vielleicht noch ein kleines Resümee am Rande. Kommt hier nach. Ja, kleines Resümee am Rande. Also, die Anlage hat kleine Schwächen, die ich schon genannt habe, wo ich denken würde, okay, liebe Ingenieure bei Seeburg Akustiklein, denkt mal darüber nach und ändert das vielleicht. Was das Marketing betrifft, sollen die einen, beziehungsweise den Support wollte ich sagen, betrifft, sollen die einen richtig wunderbaren Support haben. Ich selber habe da auch schon mal nachgefragt, weil ich mir ein paar Sorgen gemacht habe, weil bei der einen Veranstaltung das Amp-Modul im DP++ ein bisschen wärmer geworden ist. Da wurde mir klar gesagt, das ist normal, da braucht man sich keine Gedanken machen, erst recht, wenn man den zweiten Bass mit benutzt oder damit antreibt. Ja, mit einer gewissen Verwunderung wird der eine oder andere jetzt feststellen oder sagen, Wort, weil ich habe die Anlage kurze Zeit später aus verschiedenen Gründen mal zum Verkauf angeboten gehabt. Musste aber feststellen, sowohl bei Facebook in der Gruppe als auch bei eBay Kleinanzeigen, dass es dafür keine Käufer gibt. Die Anlage ist in diesem Zustand ziemlich unverkäuflich. Die muss erst ein bisschen Geld verdienen, bevor man sie wieder verkaufen kann. Aus ganz klaren Gründen. Bei Facebook sind vielfach Professionelle dabei, die vor Steuerabzugsberechtigt sind und sich die Systeme dann eben ohne Steuer kaufen. Besondere Konditionen bei dem einen oder anderen Händler kriegen. Ich hörte sogar, dass man bei Seeburg direkt kaufen kann unter gewissen Umständen. Dann ist es natürlich sinnfrei, sich was Gebrauchtes zuzulegen. Das sehe ich natürlich ein. Allerdings als Gewerblicher hat man auch nur ein Jahr Garantie. Das muss man mal bitte dazu sagen. Ja, dann habe ich es bei eBay Kleinanzeigen versucht. Da waren keine ernstzunehmenden Interessenten da. Allerdings haben viele nachgefragt, wie das System so ist.
Die wussten anscheinend überhaupt gar nicht, das System zu nutzen. Viele haben es gar nicht gehört. Die wissen nur, okay, als ich das dann bei mir am Insta-Kanal bekannt gegeben habe, oh, da hast du dich an Unkosten geschmissen. Jeder wusste, was das Ding kostet, aber keiner wusste so richtig, was es kann. Geschweige denn, haben die damit gearbeitet. Viele haben es noch nicht mal ansatzweise gehört. Ja, auch da nochmal so ein kleiner Hinweis an die Leute von Seebucker Akustikline. Denkt mal darüber nach, ob euer Vertrieb vielleicht ein bisschen aktiver werden sollte. Ich meine, ich habe das Glück mit Musik produktiv hier in meiner Nähe neben Büren. Nein, keine bezahlte Werbung. Das ist einfach so. Das ist mein zweites Wohnzimmer geworden, schon seit vielen Jahren. Dieses System vertreiben und ich es dort hören konnte. Also ganz klar, wer hier aus dem Umfeld um Greven, Münsterland kommt, kann da hinfahren, da gibt es diese Technik. Ansonsten, wer Interesse hat, kann mich auch gerne anschreiben. In einem gewissen Maß bin ich auch bereit, die Anlage zu zeigen. Wer hier ein bisschen Beratung braucht oder sich dafür interessiert, ich bin da offen für, habe ein offenes Ohr für, ich bin da nicht so versnobbt oder so berühmt hier auf diesem Kanal, als dass ich mich da nicht drum kümmern könnte. Ja, so viel zu dem ganzen Resümee. Ich meine, es ist sehr solide verarbeitet. Dieser Kunststoffüberzug ist sehr robust, sollte man aber wissen, wenn der mal angeeckt ist, mal eben überpinseln mit Warnex, wie das bei HK oder so ist, dürfte schwierig werden. Da braucht man schon ein bisschen mehr Möglichkeiten oder ein bisschen umfangreichere Maßnahmen insofern. Aber ansonsten bin ich immer wieder begeistert, wie transparent das System ist. Aber man muss auch wissen, wie man es einstellen muss. Die Top-Teile sind sehr aggressiv, gehen mit 4 Ohm einher. Heißt also, dass die Leistung mit einem Subwoofer so stark ist, dass die bei 0 dB des Subs, also normaler Geneinstellung, lauter wären als der Sub. Man muss dann plus 3 dB draufhauen. Das Gleiche relativiert sich wieder, wenn man einen zweiten Sub dazu hat, dann braucht man gar nichts machen. Dann kann man unter Umständen mit 0 dB fahren. Wenn man ein bisschen mehr Druck braucht, macht man plus 3. Die plus 6 dB habe ich eigentlich noch nie gebraucht. Geschuldet des Wirkungsgrades dieser Technik, dieser PA, läuft das eigentlich wie geschmiert. Meine persönliche, subjektive Meinung. Wenn euch das Video gefallen hat, macht mal einen Daumen hoch, liked es, abonniert mich. Wer Fragen hat, unten in die Kommentare. Ich werde definitiv dazu reagieren. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Ja, bleibt gesund auch in dieser, naja, was weiß ich, herbstlichen Zeit. Und ja, mal gucken. Als nächstes könnte es sein, dass ich ein Video mache über die Evox J8. So rein deutsch habe ich da auch relativ wenig gesehen. Das ist nämlich meine zweite Butter- und Brotanlage. Über die werde ich dann im nächsten Video berichten. In diesem Sinne, macht gut!